Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich dir grundlegende Kenntnisse im Word 2016 vermitteln möchte, die du benötigst, um eine VWA, also eine vorwissenschaftliche Arbeit, Diplomarbeit oder auch Seminararbeit schreiben zu können. In diesem Video geht es jetzt darum, in diesem 19. Video den Zeilenabstand von Fußnoten auf einzeilig einstellen zu können. Das heißt, der Zeilenabstand sollte nicht größer als eine Zeile sein. Ich suche mir jetzt hier dann eine Fußnote, die ich bereits errichtet habe. Und hier unten bin ich bei einer. Da habe ich hingeschrieben, die so oder so. Und da geht es dann darum, wenn ich diesen Text hier weiterführen würde, gebe ich jetzt irgendeinen wilden Text da nochmal ein. Okay, ich habe etwas mehr, füge dann öfter ein. Dass du siehst dann, worum es geht. Der Abstand hier zwischen diesen beiden sollte eben nur einzeilig sein. Damit das funktioniert, verwenden wir sogenannte Formatvorlagen. Und ich gehe jetzt hier zu dieser Formatvorlage Fußnote, die ich vorhin schon ja, gemacht habe. Wie man Fu Formatvorlagen erstellt, habe ich dir in einem vorherigen Video schon gezeigt. Also schau dir das einmal an. Ich gehe jetzt hier auf Fußnote, rechte Maustaste, gehe auf Ändern und kann hier dann den Zeilenabstand unter Format, Absatz dann auf Einfach einstellen. Wenn hier etwas anderes wäre, zum Beispiel doppelt, nehmen wir das einmal, dann würde der Zeilenabstand dementsprechend dann auch größer werden. Wenn das Ganze hier natürlich als Format Fußnote festgelegt wurde. Ich gehe jetzt hier auf Fußnote und habe in dem Fall hier dann, weil ich ja diese zwei eingestellt habe, diese zwei doppelten Abstand, hätte ich einen doppelten. Wenn ich jetzt hier auf 1 einstelle, gehe wieder auf Ändern, gehe auf Format, Absatz und stelle dann nicht Zeilenabstand doppelt ein, sondern einfach. Klicke auf OK und auf OK. Und somit werden dann alle Fußnoten, die ich dann dementsprechend mit dieser Formatvorlage so formatiert habe, bekommen Sie genau dann diesen Abstand. Ja. Wenn ich jetzt hierher gehe, zum Beispiel in diese Formatvorlage, also diese Fußnote ebenfalls mit Fußnote formatiere, siehst du es, dann schauen die eben dementsprechend aus und haben hier nur diesen einfachen Abstand dann. Danke für deine Aufmerksamkeit.